Bitte hier unten rechts bei dem runden Ding auf YouTube bitte die Wiedergabegeschwindigkeit schneller stellen, weil ich ja so langsam rede. Ja, ich glaube, ich muss heute mal beginnen mit der AfD, weil wir heute als Tagesthema ja sowas haben hier. Die wissenschaftlichen Tagesthemen, das wissenschaftliche Heute-Journal wählt wir 2020 als Tagesthemen, wählt wir 2020 Bodo Schiffmann plus Next Reformen, also Next Scientists for Future Reformen. Und rettet uns so vor Markus Krall, vor der AfD, vor Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera. Erst einmal muss ich sagen, liebe AfD-Wähler, ich verstehe ja, dass ihr bisher die AfD gewählt habt. Ihr solltet aber sofort nur noch die Partei Wir 2020 unterstützen, jedenfalls soweit sie sozusagen auch in Zukunft vielleicht beginnen wird, immer stärker zu kooperieren mit den Next Scientists for Future als externen Politikberatern, die die Reformen sachkompetent durchführen können, nachdem diese Wissenschaftler durchschnittlich 40 Jahre Wissenschaftserfahrung haben, die man durch und dadurch eine Reformkompetenz haben, eine 40-jährige Reformkompetenz, die man durch nichts anderes ersetzen kann und die auch kein Politiker haben kann. Das kann ein Politiker einfach nicht haben. Dann müsste er selbst ja 40 Jahre Wissenschaftserfahrung haben, bevor er in die Politik geht. Und das wäre eine Überforderung jedes Politikers. Ja? Und Sie haben ja als AfD-Wähler sozusagen, ja, also erstmal lese ich nochmal den Slogan vor. Da war ein Kommentar im Internet und die haben geschrieben, unser Slogan-Vorschlag an die Partei Wir 2020, also ein Vorschlag in einem Kommentar im Internetfernsehen. Wir verbessern die Politik, also wir, das spricht nochmal die Partei Wir 2020 an, WIR groß geschrieben. Wir verbessern die Politik der Grünen, SPD und der linken Teile von CDU, FDP. Keine Spur von der Linken und AfD. Punkt. Ja? Und der AfD könnte man sagen. Punkt. Ja, denn was sozusagen, warum? Die AfD, Sie haben doch bis jetzt, liebe AfD-Wähler, Sie haben doch bis jetzt die AfD gewählt, weil sie ihren Protest ausdrücken wollten. Sie wollten, dass sie machten sich Sorgen über die Asylpolitik, über die Migrationspolitik, über viele andere Dinge und Missstände. Aber alles, was sie sozusagen sich erhofft haben von der AfD, dazu sind sie nicht kompetent genug. Also all diese Probleme, das Asylproblem, das Migrationsproblem, das Parallelgesellschaftenproblem, das Problem der parallelen Clans, das können kompetent lösen und haben dafür die richtigen kompetenten Reformmodelle ja nur die Next Scientists for Future, ja? Und die haben das eben, das ist der große Unterschied. Ohne diese leicht nationalistisch-völkische Grundhaltung, die sich in der AfD immer stärker ausgebreitet hat, sozusagen, ja? Wir wollen doch wirklich keinerlei, wir wollen eine vernünftige, sozusagen evolutionsbiologisch linke Politik, die auch selbstverständlich auf dem Boden der Realitäten ist und diese Riesenprobleme, Parallelgesellschaften in Deutschland, gescheiterte Integration und Migrationsproblem, Asylproblem vernünftig löst, ja, zum Beispiel Asylproblem mit den Asylanlagen. Außerdem, das Entscheidende ist, die AfD hat ja gar keine Reformkompetenz. Sie ist ja gar nicht in der Lage, ein Wirtschaftswunder von jährlich 500 Milliarden Euro zu erzeugen, so wie das die Next Scientists können. Ja, und wir brauchen das Geld. Wir können doch Staatsbürgerschaften zum Beispiel von Parallelgesellschaftsmitgliedern nicht zurückkaufen und damit
sozusagen die Parallelgesellschaften sozusagen zum Verlassen des Landes bewegen durch Rückkaufen der Staatsbürgerschaften und so weiter. Das können wir doch nur finanzieren, wenn wir 500 Milliarden Euro jährlich als Wirtschaftswunder haben und so weiter. Also, und dann, was doch bei der AfD nicht gefällt, das ist doch dieses völkische, nationalistische, das ist durch nichts wissenschaftlich gedeckt. Ja, wissenschaftlich sieht es so aus, dass wir uns freuen sollten über jeden intelligenten, gebildeten, reichen Schwarzafrikaner, Inder oder sonstigen, der zu uns kommt, der mit einer schon länger hier lebenden Frau sozusagen Kinder in die Welt setzt, frische Gene einbringt, uns genetisch befruchtet. Wenn, dann ist es ja für den Zuwanderer eine Belastung, dass er sozusagen mit seinen Teilanpassungen an eine südlichere Region vielleicht Probleme bekommt, jetzt hier mit seinen Teilanpassungen an die südlicheren Regionen gesundheitliche Probleme bekommt, jetzt wo er sich in einer nördlicheren Region befindet, für die er nicht teilangepasst ist. Ja, schwarze Haut, weiße Haut, das sind ja alles nur Teilanpassungen an die unterschiedlichen regionalen Gebiete der Erde sozusagen. Ja. Und ansonsten sind wir ja unheimlich ähnlich und kaum unterscheidbar und so weiter. Und ja, also wir müssen uns doch freuen, wenn die Klügsten und die Besten und die Reichsten aus Schwarzafrika, aus Indien und aus aller Welt zu uns kommen und ihre guten Gene in unseren Genpool reinbringen und befruchten sozusagen, ja. Aber natürlich dürfen wir keine Parallelgesellschaften zulassen. Das haben wir ja alles erklärt, wie das geht. Also liebe bisherigen AfD-Wähler, alles, was an der AfD schlecht ist, dieses Nationalistisches, so die Rechte, also so das Rechte daran, das Völkische daran, das ist alles unrealistisch und wertlos. Ja, und das wollen Sie doch auch nicht, lieber AfD-Wähler, das haben Sie doch nie gewollt. Sie wollten Vernunft in der Politik, ja? Aber diese Vernunft bringt jetzt die evolutionsbiologische Linke mit, die vernünftige, ja? Und deswegen wählen Sie jetzt und unterstützen Sie jetzt mit aller Kraft Wir 2020, sofern sich in der Partei die Reformen von den Next Scientists for Future immer weiter geschätzt werden von der Partei und immer mehr in die endgültigen Überarbeitungen des Parteiprogramms einfließen sozusagen. Denn also auch, warum erwähnen wir hier Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera, die man könnte sagen, zur evolutionsbiologischen Rechten gehören, also nicht zur evolutionsbiologischen Linken wie die Next Scientist for Future, sondern zur evolutionsbiologischen Rechten. Warum? Weil da auch so eine leicht völkische, leicht nationalistische Grundstimmung, das ist gar nicht so konkret zu greifen, aber ist so eine Art Grundstimmung, die da irgendwie mitschwingt, ja, und das lehnen wir natürlich vollständig ab, aber natürlich kritisieren wir deswegen Sarrazin und Kutschera, weil es ja immerhin würdige, wie sagt man, Streitgegner wären, ja, weil sie ja immerhin sich darum bemühen, eine evolutionsbiologische Politikwissenschaft zu betreiben, auch wenn man das dann eher als eine evolutionsbiologische Rechte bezeichnen könnte, im Gegensatz zu den Next Scientists for Future, die man eher als die vernünftige evolutionsbiologische Linke bezeichnen kann. Also diese evolutionsbiologische Rechte hat manches Vernünftige, nur alles, was Sarrazin, Kutschera oder AfD sagen, alles, was gut daran ist, können die Next Scientists for Future viel kompetenter, viel besser und viel effektiver. Und alles, was schlecht an ihnen ist, das leicht völkische, das leicht rassistische, das leicht nationalistische, das wollen wir doch sowieso nicht haben, oder?
Und das wollten doch Sie als AfD-Wähler auch nicht haben. Ja, Sie wollen doch hier nicht sozusagen einen rechtsextremistischen Staat. Ja, das wollen wir doch alle nicht, ne? Und deswegen, lieber AfD-Wähler, jetzt heißt es, jetzt gibt es also alles, was gut an AfD, Sarrazin und Kutschera ist, können viel besser, kann die evolutionsbiologische Linke, die evolutionsbiologische Politikwissenschaftler, Next Scientist for Future, viel besser als AfD, Sarrazin und Kutschera. Und alles, was an denen schlecht ist, das streicht natürlich, hat natürlich die evolutionsbiologische Linke grundsätzlich gestrichen. Ja, denn wir freuen uns über jeden aus aller Welt, der unsere Gene befruchtet, und wir klammern uns nicht an eine. Ja, noch einmal ganz hart gesagt, was wollen wir etwa eine deutsche Kultur erhalten, die uns Hitler gebracht hat? Wollen wir solch eine Kultur erhalten? Wir leben in der Nachfolgekultur, die Hitler erzeugt hat. Und wir leben immer noch in einer brutal kapitalistischen Kultur, die Kriege erzeugt, die Krankheiten erzeugt, die Hysterien erzeugt, die sozusagen riesige Profite von Pharma-, Impf- und Testindustrie produziert. Was wollen wir an so einer Kultur bitteschön erhalten? Ja, was soll da jegliche Form an Deutschtümelei? Wir wollen diese Kultur ändern. Wir wollen eine gute Kultur. Allerdings wollen wir auch eine gute Kultur ohne Streitigkeiten zwischen Parallelgesellschaften. Wir wollen eine gute Kultur mit integrierten, kompetenten Menschen aus aller Welt, die ausschließlich Kinder in die Welt setzen, mit schon länger hier lebenden Personen. Und wir wollen null Parallelgesellschaften. Und das können nur die Next Scientists for Future und AfD, Sarrazin und Kutschera können das gar nicht. Ja? Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, lieber AfD-Wähler, jetzt gilt es, das Richtige zu tun. Schluss mit AfD. AfD ist wertlos, hat kein überzeugendes Reformkonzept. Schauen Sie sich an, vergleichen Sie in den 800 Sendungen auf dem Sender News und Talks, vergleichen Sie die Reformkompetenz der Next Scientists for Future mit der fehlenden Reformkompetenz der AfD und von Sarrazin und Kutschera. Ja? Und wie gesagt, noch einmal. Es ist ja ein Lob an Thilo Sarrazin und Kutschera, dass wir ihn überhaupt ernst nehmen. Wenn er so weit wie von der Realität entfernt wäre wie andere, würden wir ihn ja gar nicht erwähnen. Ja? Es ist ja nicht alles ganz falsch, was Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera sagen. Ja? Nur, wie Sie sollten lernen davon, dass die Next Scientists for Future halt die besseren evolutionsbiologischen Politikwissenschaftler sind und einfach kompetenter sind. Ne? Und wir brauchen eben nicht die Inkompetenten hier, sondern wir brauchen die Kompetenten. Und Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution ist ja noch mal gefährlicher, weil das können ja manche als Gewaltaufruf verstehen, das Wort bürgerliche Revolution, ja. Und seine Verherrlichung des Marktradikalismus und des freien Marktes. Natürlich brauchen wir eine gesunde Mischung aus echten Aspekten, echter Planwirtschaft mit echten und guten Marktelementen und marktwirtschaftlichen Elementen, aber ein freier Markt, ein Marktradikalismus hat uns doch Hitler gebracht, hat uns doch alles Leid der Welt gebracht, die Kriege und die Pandemie-Ausrufung und die Riesenprofite von Pharmakonzernen, Impfkonzernen, Testkonzernen auf Kosten der Menschen und der Weltbevölkerung. Das hat uns doch der freie Markt gebracht, ja? Und diese Kultur, diese deutsche Kultur wollen wir doch nicht erhalten, sondern so schnell wie möglich beenden. Ja, also noch einmal, deswegen der Slogan-Vorschlag, den wir im Internet gefunden haben, den finden wir gut. Ich mache das gerade mal schnell hier rein. Ich glaube, so sollte man ihn formulieren, ja, da abspeichern.
Also unsere Empfehlung an die Partei Wir 2020, die wir zwar im Internet gefunden haben, aber wir hängen uns an diese Empfehlung ran. Slogan: Wir verbessern die Politik der Grünen, SPD und der linken Teile von CDU und FDP. Keine Spur von der Linken, die ja also sozusagen ja völlig verwirrt sind, ja. Das sind so die Grenzen ja zwischen Linksträumerei, also die träumerische Linke und die linkskriminelle, verfassungsfeindliche Linke. Da schwankt ja die Linke hin und her sozusagen. Die neigen ja auch sozusagen zur Pseudo-Planwirtschaft tendenziell und ähnlichen Dingen. Können wir alles vergessen. Also keine Spur von der Linken und der AfD. Punkt. Ja? Das ist der Weg. So, und jetzt nochmal weitere Nachrichten. Ja, Kurznachrichten und weiteres. Ja, Bundesgesundheitsminister Spahn versucht sich so zu retten. Er versucht sich rauszureden. So, eigentlich sind wir ja eigentlich irgendwie den schwedischen Weg gegangen. Ja, wie gesagt, in der Playlist 4 des Senders News und Talks finden Sie lauter neue Sendungen auch zu Schweden und wie Promis wie Nena und Wendler und Attila Hildmann und Xavier Naidoo ja eben sehr nachdenklich geworden sind bezüglich Corona und so weiter, ja. Und Sendungen über Schweden und so weiter, wie die Bild-Zeitung berichtet, das in Schweden, die berichten ja wirklich und zeigen ganz klar, in Wahrheit gibt es keine Eigenverantwortung in Schweden. In Schweden macht niemand was, die leben völlig normal. Das zeigen die Bilder eindeutig. Und dann immer die Behauptung zu machen, die Schweden hätte eine Strategie der Eigenverantwortung gemacht. Das macht jeder Mensch im Winter, dass er ein bisschen aufpasst, dass er sich nicht die nächste Grippe einfängt. Ne? Die Schweden haben sich ganz normal verhalten, wie sie sich ganz normal jeden Winter verhalten. Ja? Und die haben nichts gemacht. Die haben letztendlich Corona völlig ignoriert, bis auf die Medizinzunft, die natürlich versucht hat, daraus ein Riesengeschäft zu machen, ja, auf Kosten der Gesellschaft. Aber Spahn versucht jetzt so zu tun, als hätte Schweden unheimlich viel getan und als wäre das sehr ähnlich zum deutschen Weg. Nein, es ist ein Riesenunterschied. Der deutsche Weg foltert die Bevölkerung und der schwedische Weg lässt sie völlig frei und quält sie in keinster Weise, ja? Und die Bild-Zeitung hat nochmal das gezeigt in der Kurzzusammenfassung, siehe Playlist 4, Sender News und Talks. Am Ende natürlich immer die neuesten Sendungen. Zeigte nochmal diese ehrliche Schwedin, die ganz offen zugibt. Also wir ignorieren eigentlich Corona, ja, wenn wir abends Party machen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir verhalten uns völligst normal. Ja. So, und dann war in den Medien wieder zu hören, dieser Ruf nach mehr Personal in Justiz, Staatsanwalt und Polizei, und zwar anlässlich der Sexverbrechen. Also diese Logik, dieses Gesetz sozusagen, vorteilbringende Irrtümer, dass man also sozusagen insgesamt eine lasche Justiz macht. Und eine lasche Staatsanwaltschaft und eine lasche Polizei, ja, und das auch gut findet, also dafür entsprechende vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, die im Ende darauf hinauslaufen, dass alles lasch wird. Und dann ist der Bürger nämlich bereit zu akzeptieren, dass mehr Personal gestellt wird und dann können die Leute alle, die lasch arbeiten, können dann alle Karriere machen, weil sie Vorgesetzte von neuem Personal werden und das infizieren sie dann auch wieder mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und führen dazu, dass der ganze Apparat immer lascher wird und immer mehr Personal hat und immer mehr der Bevölkerung schadet, weil er sich immer mehr aufbläht auf Kosten und der Bevölkerung, ja?
Auf der anderen Seite muss es natürlich gesagt sein, dass gerade dieser freie Markt, also den ja Krall befürwortet, ja, dass er sozusagen genau der ja die Sexualität und die Körper, also die Sexualitätsfeindlichkeit und die Körperfeindlichkeit produziert hat und entsprechende vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet hat. Und aufgrund der Unterdrückung der Sexualität gibt es ja erst diese Sexverbrechen zuhauf sozusagen. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Bonobo-Mann irgendwie eine Bonobo-Mädchen oder Bonobo-Frau vergewaltigen würde oder Bonobo-Kinder vergewaltigen würde oder so, weil die einfach Sex satt haben. Also die haben so viel Sex, dass sie das nie bräuchten. Und bei uns wurde durch den freien Markt und die daraus resultierenden vorteilbringenden Irrtümer, wurde eben unsere natürliche Sexualitätsrate unterdrückt sozusagen, also die Körperfeindlichkeit erzeugt. Und die hat dann sozusagen die Probleme erzeugt. Ja, da ist auch eine Sendung über eine Kuscheltherapeutin. Es gibt ja auch die Kuschelpartys, die ich auch schon öfters besucht habe, ja. Und das ist ja, weil das ist ja ein Geschäftsmodell, das es sozusagen nur deswegen gibt, weil wir alle aufgrund des freien Marktes und des Marktradikalismus, den wir seit 400.000 Jahren in der Welt leider als Geißel der Menschheit haben, ja, und den freien Tauschhandel, ja, sozusagen, weil das uns einen Oxytocin-Mangel und einen Endorphinmangel gebracht hat. Wenn wir in der Vergangenheit immer von Endorphinmangel gesprochen haben, der uns zu Kaufsüchtigen und Konsumsüchtigen macht, dann meinten wir damit natürlich auch den Oxytocin-Mangel, der damit eingeschlossen ist, immer, ja. Und ja. Ja, also genau genommen kann man sagen, dass die Kuschelpartys und und die Kuscheltherapeuten sozusagen eigentlich ein völlig überflüssiger Berufsstand sind, wie viele andere auch, die aber eben von der Körperfeindlichkeit, von den vorteilbringenden Körperfeindlichkeits- und Sexualitätsfeindlichkeitsirrtümern kommen, die sich in den ganzen Zünften ausgebreitet haben und die dann übrigens auch wieder am Rande die Ursache sind für die Sexualitätsverbrechen. Ja? Und ja. Ja, und Markus Krall ahnt einerseits richtig, dass da irgendwo wahrscheinlich vorteilbringende Irrtümer in den Sozial- und Wohlfahrtszünften enthalten sind. Nur ist seine Darstellung, die er jetzt bei KenFM damals geäußert hat, und seine Kritik daran sozusagen irgendwie so unkonkret und so wenig realistisch, dass es auch nicht besonders wertvoll ist. Also, bitte, lieber Dr. Markus Krall, schauen Sie sich die viel kompetenteren Darstellungen der Missstände in den Sozial- und Wohlfahrtszünften mit ihren vorteilbringenden, karrierefördernden, geschäftsfördernden Irrtümern an, wodurch diese Bürokratien alle gewachsen sind auf Kosten der Bevölkerung und auf Basis von Schädigung der Bevölkerung, ja, und weswegen wir deswegen auch diese vorteilbringenden Irrtümer unbedingt aussterben müssen, lassen müssen durch positive Anreize sozusagen, ja. Und auch bei Krall gilt wiederum, er bemüht sich zwar um so ein bisschen sowas wie eine evolutionsbiologische Politikwissenschaft, macht das aber nicht sachkompetent, macht das nicht richtig, verwechselt Mutation und Selektion und Variation und Selektion so ein bisschen mit Versuch und Irrtum aus der Psychologie, was sehr ähnlich ist, aber doch nicht identisch ist und wo man den Unterschied deutlich herausstreichen muss, ja. Ja, also von daher haben wir das nochmal betont. Ja, dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Die vier, wo ist sie? Ja, das haben wir schon. Fünf jetzt. Ja, dann nochmal zur gestrigen Sendung zum Sozialreform, zum kommunistischen Manifest der Next Scientists for Future sozusagen, scherzhaft gesagt. Wobei wir uns immer klar sein müssen, wir reden nicht
von den Horrorgesellschaftsformen wie Sowjetunion oder DDR. Wir reden von dem Gegenteil, von einem menschlichen, naturwissenschaftlichen, fundierten, realistischen, positiven, guten, echten Kommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft mit planwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Elementen richtig dosiert, an der richtigen Stelle, kompetent gemacht. Also die Lösung für alle Menschheitsprobleme liegt nicht im Entweder-Oder, sondern im Sowohl als auch. Aber bitte schön dosiert und an den richtigen Stellen und kompetent gemacht mit 40 Jahren durchschnittlicher Wissenschaftserfahrung im Hintergrund. Ohne das wird alles Stümperei. Und fragen Sie selbst, wer in der AfD wird 40 Jahre Wissenschaftserfahrung hat und Reformkompetenz und sich 40 Jahre lang über Staatsmanagement Gedanken gemacht hat. Niemand von denen. Ja, das sind alles Anfänger im Bereich des Staatsmanagements. Ihr Parteiprogramm ist unbrauchbar für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Schluck Wasser. Ja, also neu war ja gestern dann auch die Idee, die neu aufkommende Idee, dass wir mehrere konkurrierende Wohnungsämter in jeder Region brauchen, damit wir Marktelemente haben, denn wir wollen ja den Vermietern nicht die Möglichkeit wegnehmen, einen marktgerechten, der Realität gerechten Mietzins für ihre Luxuswohnung zum Beispiel zu bekommen. Das wollen wir ihnen nicht nehmen, sondern wenn dann mehrere Wohnungsämter konkurrieren, wird es so sein, dass die internen positiven Anreize so gesetzt sind, dass jedes Wohnungsamt marktwirtschaftlich, also jeder von den Anreizen her, von den positiven Anreizen, also die Verdienstzuschüsse für die Mitarbeiter werden immer mehr steigen, je mehr Wohnungen bei diesem Wohnungsamt unter Vertrag sind. Es kann sogar passieren, dass dann von diesen vielleicht vier, fünf konkurrierenden Wohnungsämtern sich dann zum Beispiel einer alle Mietverträge nach und nach verliert, weil die Vermieter lieber mit dem Wohnungsamt, also die Vermieter müssen ihre Mietverträge abschließen mit einem der Wohnungsämter, können aber diese Mietverträge wechseln, wenn ihnen ein anderes Wohnungsamt ein besseres finanzielles Angebot macht als Hauptmieter zum Beispiel ihrer Luxuswohnung. Ja? Und dadurch entsteht da ein Markt unter den Wohnungsämtern. Weil, und alle Mitarbeiter haben den Anreiz, dass jedes Wohnungsamt versucht, quasi möglichst viele Wohnungen unter Vertrag zu nehmen. Und wenn dann jemand eine neue Wohnung baut, dann versuchen natürlich, bieten natürlich, überbieten sich gegenseitig die fünf Wohnungsämter oder vier konkurrierenden Wohnungsämter der Region und machen Angebote für den Mietzins. Ja? Und dann kann sich der Vermieter aus diesem Angebot das Beste aussuchen und den besten Partner suchen und geht dann schließt den Mietvertrag mit zum Beispiel Wohnungsamt Nummer C, also Wohnungsamt C zum Beispiel ab. Und so haben wir dann sozusagen eine sozusagen hohe Motivation für die Bauwirtschaft, weiterhin durchaus Wohnungen zu bauen. Und gesunde Wohnungen zu bauen, denn die Gesundheit, also wir haben ja sowieso dann für die Bauwirtschaft die Anreize, dass nur gesundes Bauen sozusagen am Ende zu Belohnungen führt, zu Verdienstzuschüssen führt. Und wir haben dann bei den Mitarbeitern die positiven Anreize, dass nur das Anmieten gesunder Wohnungen dann auch die größten Verdienstzuschüsse für die Mitarbeiter des Wohnungsamts gibt. Also das heißt, wir würden das Wohnungsamt in so ein Zwischending, deswegen nicht entweder oder, nicht entweder staatliches Wohnungsamt und planwirtschaftliches Wohnungsamt,
Ordnungsamt und oder marktwirtschaftliches. Nein, ein staatliches, planwirtschaftliches. Viele konkurrierende, marktwirtschaftlich konkurrierende staatliche, planwirtschaftliche Wohnungsämter. Also sowohl als auch. Ja, also da gehen dann planwirtschaftliche und marktwirtschaftliche Elemente Hand in Hand. So ein ähnlich versucht das ja auch die Gemeinwohlökonomie rund um Christian Felber, aber das ist eben auch, das ist ein junger Schnellschuss, da fehlen die 40 Jahre Wissenschaftserfahrung im Hintergrund. Die machen das leider nicht sehr kompetent. Also die bessere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung haben nun mal die Next Scientists for Future, weil die daran schon bis zu 52 Jahre darüber nachdenken, also seit 1968, wo der große Startschuss war. 1968 war ja der große Startschuss an die Wissenschaft. Leute, denkt nach, wie es könnte die bessere Gesellschaft der Zukunft aussehen. Denn dass wir damals 1968 es noch nicht hatten, sondern dass eine gefährliche pseudokommunistisch, pseudomarxistisch, pseudosozialistische, pseudoplanwirtschaftliche Ideologien waren, das hat ja sogar Professor Hans-Werner Sinn als junger Student schon erkannt und hat sich deswegen dann gegen diese linksradikale Schiene entschieden, zu Recht. Ja? Aber der Startschuss begann und die vernünftigen Wissenschaftler begannen, über dieses Thema nachzudenken. So, ja. Ja, also das hatte ich aber gestern ja schon gesagt, dass also alle Mietverträge, also jeder Vermieter muss sich unter den konkurrierenden Wohnungsämtern einen neuen Hauptmieter aussuchen und dann kriegt der bisherige Mieter einen Untermietvertrag in gleicher Höhe. Also es ändert sich eigentlich nichts, außer dass das Wohnungsamt überall, die Wohnungsämter, die konkurrierenden Wohnungsämter überall Hauptmieter sind und dadurch wir sozusagen das Problem der Wohnungsnot und der Obdachlosigkeit ein für alle Mal durch das Recht auf Wohnung und auf durch die Pflicht auf Wohnung, die Pflicht zur Wohnung, Recht auf Wohnung und die Pflicht zur Wohnung, ja, und dadurch kriegen wir endlich alle diese Verschandelungen unserer Städte in den Griff und haben endlich ein reiches, erfolgreiches, glückliches Land, in dem niemand der Verwahrlosung, in der Obdachlosigkeit, der Kriminalität, der Arbeitslosigkeit und ähnlicher Dinge überlassen wird. Wir als die richtige evolutionsbiologische Linke, die richtigen sozialen Kräfte der Gesellschaft. Wir sorgen dafür, dass niemand mehr der Verwahrlosung überlassen wird, nur damit irgendwelche Sozial- und Wohlstandsberufler und Zünfte ihre Geschäfte machen auf Kosten der Gesellschaft und sich aufblähen auf Kosten der Gesellschaft. Ne? Ja, und dann haben wir noch ein heißes Eisen. Ja, natürlich, ich habe ja gestern schon gesagt, dass Hartz IV, also dass wir sozusagen ein minimalisiertes Hartz IV brauchen oder ein minimalisiertes bedingungsloses Grundeinkommen. Und das natürlich auch für Kinder, die schon da sind, also für die Kinder, die 10 Monate später geboren werden, gibt es gar kein Hartz IV mehr und gar kein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, weil dann müssen die Eltern sozusagen von ihrem Hartz IV ihre Kinder noch mit ernähren. Ja, denn sie dürfen sich ja auch gegen diese Kinder entscheiden. Ja. Und von daher, also wir wollen eine anständige Gesellschaft, Kinder muss man selber ernähren können, Punkt. Ja? Und nicht die Kosten für die Kinder anderen aufbürden, ja, das geht nicht. Ne? Und das ist nicht sozial, das ist unsozial, ja, für alle anderen. Und sozusagen, und für die Kinder, die schon da sind, wird natürlich auch das Hartz IV entsprechend dem minimalisiert, wie es für die Eltern minimalisiert wird. Ne? Ja, ich glaube, ich bin mit den Kurznachrichten soweit durch.
Ja, dann schauen wir jetzt noch mal hier so, was haben wir denn noch hier? Also deswegen bitte frühere AfD-Wähler, alle, ich meine, wenn Sie AfD gewählt haben, weil Sie ein weil Sie ein Rechtsradikaler sind oder Neonationaler, Neonazi sind oder irgend sowas, dann bitte wählen Sie niemals Wir 2020. Solche Wähler wollen die nicht, ne? Sondern die, die AfD aus Verzweiflung gewählt haben. Bitte jetzt. Die Verzweiflung hat ein Ende. Es gibt endlich die kompetente Kombination. Wir 2020, zumindest der erste Landesverband, hat ja begonnen. Vielleicht kriegen wir jetzt dann auch in Nordrhein-Westfalen und Köln sozusagen eine Region, die dann auch gestern, eine Dame war da ganz begeistert von der Idee, mit den Next Scientists for Future dann sozusagen die nächste Region zu begründen, sozusagen ich hoffe, sie meldet sich bald wieder. Dass wir dann also sozusagen in Köln auch eine Hochburg von Wir 2020 bekommen, die dann auch direkt mit den externen Politikberatern, den Next Scientists for Future vom Weltrat, kooperiert, um die ideale Politik zu machen. Und deswegen, liebe vernünftige AfD-Wähler, Schluss, keine Stimme mehr für die AfD, alle Stimmen für Wir 2020 in Zukunft, ja? Sofern, Sie müssen immer prüfen, sofern natürlich die Kooperation mit den Next Scientists for Future sich ausweitet. Ja, wenn das an irgendeinem Grunde scheitert, dann gilt natürlich ja auch unser Wahlaufruf für Wir 2020 selbstverständlich nicht mehr. Ne? Der gilt nur, solange diese Kooperation sich immer weiterentwickelt, positiv sozusagen. Ja. Ja. Das war's, glaube ich, schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Tschüssi, bis bald.